Hallo Leute und willkommen hier bei Lihocraft. Ich habe ein bisschen was gebaut und zwar habe ich ein Fortbewegungsmittel entwickelt, welches komplett ohne Entitäten auskommt. Ihr wisst ja, es gibt Blöcke, die sind fest und beziehungsweise manche kann man verschieben und es gibt Entitäten wie zum Beispiel die ganzen Minecarts oder auch, was sind denn die? Ach so, ich muss ja auf Deutsch sprechen. Oder auch Entitäten, beispielsweise Schweine. Das sind Objekte, die laufen herum und der Nachteil an Entitäten ist, wenn sie können nicht durch Redstone geladen werden, wenn sie sich außer Sichtweite befinden. Deswegen, damit ein Transportsystem auch außerhalb der Sichtweite funktioniert, habe ich dieses System entwickelt. Es ist deutlich langsamer als Minecarts, aber auf sehr lange Distanz. Wenn man, zumindest wenn man auf die Rufknöpfe verzichtet, auch ja ressourcenärmer. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das baut. Also wir werden es komplett nachbauen. Ich denke, ich werde da 15 oder 20 Minuten Parts machen, weiß ich noch nicht genau. So ungefähr. Machen wir das Schwein wieder kaputt, damit wir hier Platz haben, um es ja hier dieses System nachzubauen. So, als erstes zeige ich euch mal, was wir alles benötigen. Und zwar brauchen wir zwei klebrige Kolben. Dann jede Menge Redstone. Zwei Observer, ein paar Trichter, ein paar Spender, ein paar Fackeln, ein paar Verstärker, ein paar Komparatoren und zwei Lampen. Dann brauchen wir noch Schleimblöcke und die brauchen wir viermal. Wo sind die? Viermal Schleimblöcke. Ja, ich tue die mal dahin, bevor ich die wegschmeiße. Ich habe das alles, was jetzt 64 mal hier ist, habe ich nicht gezählt, weil das echt extrem viel ist. Und ich empfehle euch dieses Fortbewegungsmittel in dieser Form wirklich auch nur, wenn ihr es unbedingt braucht. Also wenn ihr unbedingt über sehr lange Strecken fahren wollt und auch einen Zug herholen wollt, der sich außerhalb der Sichtweite befindet. Dann noch was Wichtiges, dieses System basiert auf dem Aufzug von dem YouTuber The Joecraft. Also darauf habe ich das Ganze basiert, sei hier mal erwähnt. Ist natürlich deutlich weiterentwickelt worden von mir. Was man, denke ich, sieht. Ich empfehle das auch nur dann, wenn ihr euch mit Redstone schon etwas auskennt. Für Anfänger, denke ich, werde ich vielleicht noch eine einfache Version veröffentlichen. Grundsätzlich funktioniert dieses System auch nur auf der Java Edition und zwar ab Version 1.11. Wir werden uns das jetzt gemeinsam vornehmen und nachbauen. Ich werde jetzt die Farben weglassen, weil das wird sonst echt zu umständlich. Als erstes möchte ich euch mal zeigen, dass das auch funktioniert. Wenn man hier auf diese Druckplatte geht, wird über eine Instant-Leitung die Schwebebahn angefordert. Das heißt, egal wie weit weg die andere Station ist, die Zeit bis zum
Die Zeit bis zur Abfahrt ist immer dieselbe, nämlich sehr wenige Ticks. Ihr seht, sie kommt schon her. Warten mal kurz, bis sie da ist. Wenn die dann ankommt, öffnet sich eine Tür. Und wenn man dann hier drüber läuft, wird die Abfahrt veranlasst, welche nach wenigen Sekunden erfolgt. Ihr seht, es funktioniert. Es ist zwar etwas laut, aber das kann man ja leise stellen. Wie ihr gesehen habt, hat es funktioniert. Nun komme ich hier zur Technik erklären. Ich leere mal mein Inventar irgendwie aus. Also, wenn man hier auf die Druckplatte geht, wird, wie schon gesagt, also, wenn ihr hier über die Druckplatte geht, wird über diese Instant-Leitung der Zug angefordert und kommt dann hier auch wieder an. Diese Leitung mit den Kolben überträgt das Signal ohne Verzögerung. Wenn der Zug dann angekommen ist, wird das von diesem Observer registriert. Dieser Observer leitet zwei Signale aus. Das wird dann hier verkürzt. Nee, verlängert ist, wird es hier. Kommt dann hier raus, geht hier durch, wird hier durchgelassen, speist diese RAM-Zelle und sorgt danach dafür, dass sich einmal diese eine Schutzschaltung aktiviert, welche aber nur im Multiplayer-Modus benötigt wird, und zum Zweiten die Tür hierhinter aufgeht. Diese Schutzschaltung verhindert, dass der Zug sofort, wenn er angekommen ist, schon wieder abfährt, sondern mindestens eine Zeit bleibt zum Ein- und Aussteigen, dass der Zug nicht sofort wieder geholt wird, beziehungsweise wenn er geholt wird, trotzdem noch kurz stehen bleibt. Zur Abfahrt. Wenn jemand hier auf diese Abfahrtsdruckplatte geht oder von der anderen Station ein Signal kommt, diese Technik hat was mit der Schutzschaltung zu tun, wird hier unten dieses Redstone getriggert, welcher diesen Kondensator hier speist. Vorausgesetzt, es wird durch die Schutzschaltung zugelassen. Dann, wenn der Kondensator abgelaufen ist, wird hier dieser Spender erneut getriggert, welcher ein Item auswirft. Das wird dann hier registriert und hier an dem Block dann gespalten. Ja, zum einen wird dann hier die Abfahrt veranlasst, welche genau 4 und nochmal 3 sind 7 Ticks verzögert wird, weil insgesamt soll es noch kurz dauern, bis der Zug abfährt. Zum anderen muss hier eine Schaltung ebenfalls vorarbeiten. Diese Schaltung hier sorgt einmal dafür, dass die Tür geschlossen wird. Das muss erstens vorher passieren. Und zum Zweiten, bei der Abfahrt würde ja das hier erneut getriggert werden. Das wird es auch. Aber er sperrt diesen Kondensator, damit sich die RAM-Zelle nicht erneut auflädt. Und danach wird dann die Lampe getriggert. Ich mache es jetzt hier durch den Knopf. Ich hoffe, euch das Video bisher hat euch gefallen. In den nächsten Parts werden wir das dann zusammen nachbauen. Und zwar mit der komplizierten Redstone-Schaltung. Und ich werde aber auch nochmal etwas für Leute machen, die sich nicht so gut damit auskennen. Also dann macht's gut. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Video.